Stellen Sie sich vor, es ist der 10. Juli 2016, 22.44 Uhr. 80.000 Zuschauer im Stade de France in Paris sind mucksmäuschenstill. Auf den österreichischen Straßen fahren beinahe keine Autos, außer ausländische Ignoranten, die keine Ahnung von Fußball haben. Im Finale der Fußball-Europameisterschaft steht es 0:0. In der 89. Spielminute legt sich David Alaba den Ball auf den Elfmeterpunkt, weil kurz davor Marko Arnautović im Strafraum gelegt wurde. Manuel Neuer steht nervös auf der Torlinie. Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Jury, mein Name ist Johannes Resch, ich vertrete das Werk Schleim-Felbertal und mein Thema beim diesjährigen Redewettbewerb lautet Österreich im Fußballkoller. Meine Damen und Herren, es gibt im Sport Naturgesetze, natürlich nur unter Anführungszeichen. Wir haben gewonnen und der oder die haben verloren. Beides sorgt unter anderem auch für Emotionen. Die Ausprägungen und die Stärke der Emotion hängt dabei wesentlich von zwei Faktoren ab. Zum einen von der Menge der Betroffenen bzw. der sich betroffen Fühlenden und zum anderen von der Wichtigkeit bzw. dem Stellenwert des Ereignisses. Wenn sich ein hoher Stellenwert mit großer Betroffenheitsmenge paart, dann kann es zu überschießenden Emotionen kommen. Dazu ein paar Beispiele. Beispiel 1. 1972 wurde die österreichische Skination vom Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, schwer gedemütigt. Karl Schranz, der absolute Favorit für die olympische Abfahrt, wurde von den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen, da er angeblich gegen den sogenannten Amateurparagraphen verstoßen hätte. Das offizielle Österreich bereitete Karl Schranz noch während der Spiele einen Empfang, der seinesgleichen suchte. Am Wiener Heldenplatz waren im 20. Jahrhundert noch nie so viele Leute und so emotionalisiert. Die Geschichtsschreibung sieht dort nur 1938 nach dem Einmarsch von Hitler mehr Anteilnahme. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Emotionen kochten sprichwörtlich über und mancher von den Medien interviewter Teilnehmer zeigte Aufwallungen und Zornausbrüche, also anfallsartige Zustände, in denen Emotionen sich entladen. Im Duden spricht man dabei von einem sogenannten Koller. Beispiel 2, Cordoba 1978. Beim Studium der Berichterstattung über dieses Ereignis habe ich beinahe den Eindruck gewonnen, dass der preußisch-österreichische Krieg mit der österreichischen Niederlage in der Schlacht bei Königsgrätz 1866 erst mit dem Sieg über Deutschland bei der Fußball-WM 1978 vergessen werden konnte. Hans Krankl führte die Österreicher in den siebten Himmel, der darin bestand, dass nunmehr die Deutschen mit den Österreichern nach Hause fahren mussten. Gleichzeitig entluden sich Emotionen bei manchen deutschen Fans, die in den sogenannten Koller ausarteten. Wenn man der Berichterstattung glauben darf, wurden nach dem 3:2 in Deutschland zahlreiche Fernseher aus dem Fenster geworfen, manche sogar bei geschlossenem Fenster. Die Ironie des Schicksalswilles, dass heute gefühlte 8 Millionen österreichische Teamchefs auf ein Ereignis hinzittern, das sie gerne in einen Koller bringen lässt. Das aber wiederum mit einem starken Koller zusammenhängt. Der Schweizer Marcel Koller als österreichischer Fußballteamchef soll die Österreicher in einen kollektiven Koller bringen. Ein Koller mit dem Koller also. Was für ein Wortspiel. Und eine weitere Ironie. Ein Fremder soll es richten. Ein Fremder? Wie heißen doch die Spieler? Die Österreicher. Arnautović, Dragovic, Junuzović, Garic, Özkan, Okotie oder Alaba. Irgendwie keine eingeborenen Namen, oder? Und die sollen uns Österreicher retten, die ja gerade alles tun, damit nicht so viel Fremdes in unser Land kommt. Die sollen in uns positive Emotionen erwecken. Ja, sogar beide Arten von Koller sind dabei erwünscht.
Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn der Fußballkoller dazu beiträgt, dass wir bei einem sogenannten Fremden nicht eine Gefahr durch das fremde Aussehen, die fremde Sprache oder die für uns absolut nicht verständliche fremde Kultur sehen, sondern den Menschen, so wie er ist, was er ausdrücken will, was er erlernen kann und vor allem, was er für uns alle tun und leisten will, dann wünsche ich mir viele Fans der österreichischen Nationalmannschaft in einem Koller. Schließen wir also alle die Augen und träumen ein wenig. 10. Juli 2016, 22.44 Uhr. Alaba wird treffen. Für uns sicher.